Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Der 19. Spieltag in der Premier League steht an. Ja, es ist Winterpause in der Bundesliga. Trotzdem, irgendwas habe ich Lust durchaus zu prognostizieren. Jetzt ist es die Premier League geworden. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren. Jetzt geht's los. Die Grüße haue ich am Ende des Videos raus. Viel Spaß beim Zuschauen. Der Tabellenletzte aus Fulham musste jetzt gegen Wolverhampton antreten und die Gäste waren hier besser drauf, stehen ja im gesicherten Tabellenmittelfeld. Nach dem 0:2 gegen Liverpool würde man aber gerne an diesem zweiten Weihnachtstag den Auswärtssieg einfahren. Es gab die erste Möglichkeit nach 9 Spielminuten, wirklich gefährlich wurde es in der Situation aber noch nicht. Dennoch spielten die Gastgeber hier keinen guten Ball und ließen immer wieder Möglichkeiten der Gastelf zu. Etwas über 20 Minuten gespielt, wieder die in Gelb gekleideten Gäste. Und diesmal ist Joao Moutinho da und kann in der 22. Spielminute das 1:0 für die Gäste erzielen. Hochverdiente Führung für Wolverhampton. Und jetzt war der Gästeblock erstmal in heller Freude. Das war wirklich vom FC Fulham zu wenig. In der Defensive schleichen sich dann noch solche Fehler ein. Und der Captain ist dann eiskalt, hat eine Top-Schuss-Technik und setzt ihn dann ins kurze Eck. Also das 0:1 und was war mit Fulham los? Konnten sie endlich mal nach vorne spielen? 5 Minuten etwa vor der Pause dann mal der erste ernstzunehmende Angriff. Seri legt auf André Schürrle, der ist aber leider etwas überhastet in der Szene. Rui Patricio fängt den Ball ohne Probleme ab. So stand es hochverdient 0:1 zur Pause, auch wenn Fulham jetzt in der letzten Szene nochmal etwas nach vorne drang, aber wirklich gefährlich wurde es dort ja nicht. Eher dann ein ähnliches Bild im zweiten Durchgang. Hat gerade erst begonnen dieser und dann guter Abschluss aus der Distanz. 48. Spielminute, Raul versucht es da, aber der streift dann haarscharf am Kasten vorbei. Trotzdem waren es weiterhin nur die Gäste, die hier fast das Spiel machten. Etwa eine Stunde jetzt von der Uhr. Johnny vom 16er nicht angegriffen, versucht es dann. Chambers ist diesmal dazwischen. Jetzt wurde die Defensive zumindest etwas stabiler. Trotzdem kamen immer wieder Möglichkeiten auf, auch wenn es hier nicht gefährlich wurde. Der anschließende Eckball konnte dann nicht geklärt werden. Der nächste Abschluss, die nächste Aktion auf den Kasten von Sergio Rico muss aber sich nicht wirklich anstrengen. Es kam jetzt zum Schluss nochmal die Möglichkeit, aber zum Ausgleich. Wäre schmeichelhaft. Christie vergibt sie aber. Rui Patricio hält so den Auswärtssieg fest, der über die 90 Minuten hinweg gesehen auch absolut in Ordnung geht. Wolverhampton war hier die bessere Mannschaft und der FC Fulham, Tabellen 20. wartet weiterhin auf den dritten Saisonsieg und muss sich hier zu Recht geschlagen geben. Der FC Everton hat zu Hause von Tottenham Hotspurs eine ganz schöne Packung kassiert. Am Sonntagabend 2:6 verlor man im eigenen Stadion. Jetzt wollte hier Burnley nach dem 1:3 gegen Arsenal zu Hause einen Dreier einfahren. Die erste Möglichkeit gehörte auch den Gastgebern. Barnes ist das, aber Digne auf der Linie klärt und steht eben genau perfekt, um den dann rauszuschlagen. Knappe 10 Minuten gespielt, dann mal Everton. Theo Walcott trifft ins kurze Eck und macht das 1:0. Viertes Saisontor für Theo Walcott. Und mit der ersten Torchance gegen die Gäste hier in Führung. Etwas schmeichelhaft zu dem Zeitpunkt. Die Zuschauer am Turf Moor sahen ihre Gastgeber erstmal in besserer Verfassung. Trotzdem lag man hier jetzt mit 1:0 zurück und man möchte diesen 18. Tabellenplatz unbedingt verlassen. Am besten an diesem Spieltag. Dazu sollte oder müsste vor allem auch ein Dreier her. Jetzt wurde Everton aber frecher durch dieses 1:0 auch selbstbewusster über die linke Seite. Richarlison bringt die Flanke, kann nicht so richtig geklärt werden und dann ist Joe Hart da und kann sich auszeichnen, verhindert das 0:2. Gute Parade hier, aber den muss man konsequent erklären. Ansonsten hätte es hier schon schnell 2:0 stehen können. Nochmal eine Möglichkeit vor der Pause dann für Burnley. Barnes sehr auf fällig, legt zurück auf Wood, aber der hat Pech im Abschluss und trifft nur das Außennetz. Gute Möglichkeit nochmal zum 1:1. So ging es dann mit dem 0:1 eben in die Pause. Walcott in der 10. Spielminute war es bislang als einziger, der hier treffen konnte. Im zweiten Durchgang wurde die Partie
von Everton noch stärker. Richarlison wieder über die linke Seite. Dann kann der wieder nicht richtig geklärt werden. Morgan Schneiderlein dann aus der Distanz. Aber wieder in der Szene Joe Hart da. Gomez auf der 6 musste ersetzt werden. Dafür eben Schneiderle in der Aufstellung. 67. Spielminute, mal wieder etwas Offensiveres von Burnley. Westwood steht bereit, um den gefährlich in die Mitte zu treten. Da kommt auch einer zum Kopfball, das ist Barnes, aber scheitert hier an Pickford. Der hat kein Problem, diesen zu zentral gesetzten Kopfball abzufangen. Jetzt in der Schlussphase wurde Burnley nochmal aktiver vorne. Davis kann den Ball nicht richtig rausklären, der Abschluss von Taylor ist aber zu schlecht aus recht spitzem Winkel, kriegt er den nicht mal ansatzweise gefährlich aufs Tor gezogen. Und so blieb es weiterhin beim 0:1. Einmal kam Burnley aber noch nach vorne, konnten sie zumindest den Ausgleichstreffer erzielen. Die großen Möglichkeiten blieben bis dato aus. Westwood nochmal auf Taylor, aber eine ähnliche Szene wie eben schon und so blieb es dann beim 0:1. Everton konnte nichts mehr nach vorne bringen, aber mussten sie auch nicht, weil sie hinten einfach sattelfest waren. Burnley verliert gegen den FC Everton mit 0:1 durch das frühe Tor von Walcott in der 10. Spielminute. Dass Crystal Palace gegen Manchester City gewinnen würde, damit hatte wohl kaum einer gerechnet. Jetzt kam Cardiff City und die holten sich ein 1:5 gegen Manchester United im eigenen Stadion ab. Und hier startete es auch schlecht für die Gastmannschaft. 3. Spielminute, Wilfried Zaha mit seinem 3. Saisontor, sein 4. Und damit leitet er diese Partie schnell und früh in die Bahn. Für ein gewisses Szenario bereitete er sich vor. Zumindest schien es so, als wäre es der Tag von Wilfried Zaha. Und von Cardiff City kam nach vorne noch nichts. Da ist dann nämlich wieder Wilfried Zaha. 2:0, 13. Spielminute. Doppelpack von ihm. Und für Crystal Palace hätte es kaum besser losgehen können. Keine Viertelstunde gespielt und Cardiff City war schon fast K.O. Jetzt eben die 15. Minute. Ballverlust von Gunnarsson im Spiel nach vorne. MacArthur mit dem Ball auf Wilfried Zaha und der lässt sich an einem Tag wie heute natürlich nicht mehr aufhalten. Lupenreiner Hattrick in 16 Spielminuten. Macht er hier eigentlich schon fast alles klar. Was war mit den Gästen los? Kam dann mal nach einem Standard etwa eine halbe Stunde im Spiel dann zu einer Möglichkeit vom Bamba, aber auch das war dann etwas zu harmlos. Weiterhin Crystal Palace, die klar bessere Mannschaft und sie kam nochmal vor der Pause. Flanke von der rechten Seite und da ist Max Meyer und der erzielt hier sein erstes Tor in der Premier League. 44. Spielminute, der Ex-Schalker kann sich mal freuen. Eine Vorlage hat er schon in dieser Saison und jetzt kann er sich auch in die Liste der Premier League Torschützen eintragen. Trifft ins kurze Eck, es stand zur Pause 4:0 und für Cardiff City sah es nach der nächsten Packung aus, nach dem 1:5 gegen Manchester United. Es stand dann zur Pause 4:0, hochverdient, auch die Höhe ging absolut in Ordnung. Crystal Palace war richtig stark drauf und sie wollten gleich weitermachen. 10 Minuten im zweiten Durchgang gespielt, kein verkehrter Kopfball. Aber mit etwas zu wenig Druck. Die Partie ging jetzt so ein wenig dahin. Und zum Ende meldete sich dann nochmal Max Meyer mit der Flanke und Wilfried Zaha mit dem Viererpack. 85. Spielminute. Damit von 3 Saisontoren auf 7 hochgeschraubt in einem Spiel. Apropos hochschrauben, das macht er hier auch sensationell. Köpft gegen die Laufrichtung. Und so gewinnt dann Crystal Palace am Ende des Tages mit 5:0. Ein wunderbarer Nachmittag. Cardiff City hingegen kassiert in 2 Spielen 10 Gegentore. Das sollte dann doch beim nächsten Spiel auf jeden Fall besser werden. Hier verlieren sie hochverdient mit 5:0 bei Crystal Palace, weil Wilfried Zaha den Tag seines Lebens erwischte. Leicester City konnte zuletzt einen Dreier aus London gegen Chelsea entführen und hier kam jetzt Manchester City ins King Power Stadium. Die hatten eine 2:3 Pleite gegen Crystal Palace erleiden müssen. Hier hatte der Gastgeber die erste Möglichkeit. Albrighton mit der Flanke. Madison legt in die Mitte und Mondi muss nach 17 Spielminuten hier in dieser Szene die Führung machen. Unglaublich frei taucht er da vom Kasten auf, aber
Er zieht den dann doch irgendwie noch vorbei. Dann dieser Fehler. De Bruyne erobert den Ball, spielt auf Sané, der gut auf die Außen. Raheem Sterling mit der Flanke und Gabriel Jesus mit dem 1:0. 22. Spielminute, der erste Torschuss für die Elf von Pep Guardiola. Reichte hier direkt zum Führungstreffer. Schmeichel ist noch etwas unglücklich in der Szene, lenkt den Ball mit den Händen gegen die Latte. Von da prallt er dann hinter die Linie. Manchester City war davon jetzt etwas beflügelt und wollte vor der Pause noch den zweiten Treffer draufsetzen. Sané mit einem guten Ball auf die linke Außenbahn. Gabriel Jesus bringt die Flanke schön rein. Kevin De Bruyne per Kopf macht er da fast in der zweiten Minute der Nachspielzeit die doppelte Führung für Man City. Ging dann rechts am Kasten vorbei zur Pause, also 0:1. Absolut verdient nach einer guten Anfangsphase von Leicester City, übernahm Manchester City eben diese Partie, aber konnte nicht den zweiten Treffer herausspielen. Sie versuchten es jetzt zu erhöhen zu Beginn der zweiten Halbzeit. Über die linke Seite extrem gefährlich. Die Flanke abgefälscht, trotzdem die Möglichkeit. Gündogan, super Möglichkeit, klasse Abnahme aus der Distanz. Und dieser Rechtsschuss schlägt fast perfekt ein. Super Abnahme, wie gesagt, und dann haarscharf am Winkel vorbei. Weniger als eine halbe Stunde noch zu spielen. Leicester wurde jetzt noch etwas stärker und mutiger. Mondi versucht es mal, aber Otamendi dazwischen, sodass es nicht richtig gefährlich wurde in der Szene. Trotzdem weiter Leicester jetzt auf dem Weg nach vorne. Mondi sehr auffällig mal wieder auf Albrighton. Der bringt die Flank und das Jamie Vardy. Und in der 71. Spielminute macht der sein 7. Saisontor und damit auch den Ausgleichstreffer. Jetzt verdient zu dieser Phase. Man City verpasste es zu erhöhen und jetzt eben ein besseres Spiel von Leicester und damit der verdiente Lohn für einen guten Einsatz im zweiten Teil des zweiten Durchgangs. Schlägt dann im kurzen Eck ein. Aber Man City wollte hier unbedingt den Dreier mitnehmen. Ist ja auch wichtig. Trotzdem ergaben sich dadurch dann wieder Räume für die Gastgeber. Nochmal Mondi in die Spitze auf Ndidi. Ndidi versucht es da ganz frech aus der Distanz. Hätte vielleicht auch noch gehen können. Trotzdem der Abschluss ist aller Ehren wert. Am Ende bleibt es aber bei diesem 1:1. Somit Leicester sicherlich besser leben kann. Man City verliert weiterhin Punkte zum Konkurrenten zu Liverpool gegebenenfalls. Denn die müssen jetzt gegen Newcastle ran. Und der FC Liverpool ist hier natürlich der Favorit, das ist ja gar keine Frage. Tabellenerster, 15 Siege, 3 Unentschieden, noch keine Pleite. Und das sollte sich gegen Newcastle bestenfalls nicht ändern. Und die erste Möglichkeit gehörte auch den Gastgebern. Roberto Firmino versucht es hier in der 7. Spielminute mal mit einem Distanzschuss mit dem linken Fuß, wurde aber abgewehrt. Es war die bessere Elf wieder in Rot gekleidet. Roberto Firmino mit dem Ball auf Sadio Mané. Der ist da viel zu frei. Wie kann man ihn da so frei stehen lassen, so frei laufen lassen? Und dann ist Sadio Mané natürlich eiskalt. 19. Spielminute. Jürgen Klopp konnte sich freuen. Und die Führung für die Reds nach nicht mal 20 Spielminuten. Newcastle so ein Stück weit wie ein Hühnerhaufen in der Szene. Sie versuchten es nach vorne. Das konnte man ihnen zugute halten. Trotzdem darf man die Verteidigung da so nicht aufgeben. Und dann liegt man eben 1:0 zurück. 25 Minuten knapp von der Uhr. Sadio Mané auf Shaqiri. Der Abschluss von Jordan Henderson auch richtig stark. Aber auch eine super Parade da hinten im Kasten. Dann kam auch mal der Gast zu einer Möglichkeit. Virgil van Dijk gegen Atsu kann er sich da nicht behaupten. Der Abschluss kommt dann auch zustande. Aber Alisson Becker, er hat kein Problem, den abzufangen. Dann ging es mit diesem 1:0 in die Pause. Liverpool hätte durchaus schon höher führen können, aber der Führungstreffer brachte erstmal Sicherheit. Und auch im zweiten Durchgang Liverpool die bessere Mannschaft. Sie ließen sich nicht verunsichern, auch wenn Newcastle durchaus mal ruppig spielte. 63 Minuten dann, genau von der Uhr, Roberto Firmino mit dem Kopf, aber nicht mit dem gewünschten Erfolg. Shaqiri hatte diese Flanke, diese Ecke sehr stark reingeschlagen. Nur wenig später die nächste Möglichkeit. 66. Spielminute. Die Partie blieb offen, weil sie ihre Möglichkeiten nicht nutzten und weil Newcastle da hinten einen richtig guten Mann zwischen den Pfosten hatten. Und jetzt kam auch nochmal 10 Minuten vor dem Ende Newcastle. Bestrafen sie das. Bestrafen sie die Unsicherheit im Abschluss von
Liverpool um ein Haar. Rondon wäre es gewesen in der 80. Spielminute. Der Abschluss ist gar nicht verkehrt. Alisson Becker streckt sich, ob er da rangekommen wäre. Setzt man mal ein Fragezeichen hinter in der Schlussphase. Dann nochmal Liverpool und dann auch die Entscheidung. 89. Spielminute, Roberto Firmino, 5. Saisontor für den Brasilianer. Gerne zu rechten Tänzchen aufführen. Die verdiente 2:0 Führung für Liverpool und damit auch logischerweise die Entscheidung. Und das ist dann auch das Glück, was man als Tabellenführer mal hat. Sonst wären bei manchen Gegnern oder bei manchen Teams diese Bälle wie von Rondon eingeschlagen. Hier passiert es nicht. Liverpool grüßt weiter von der Tabellenspitze, setzt sich aber am Ende des Tages hochverdient gegen Newcastle durch mit 2:0. Manchester United hat einiges aufzuholen, wenn man noch oben an die ersten 5 Plätze ran möchte. Da wäre heute ein Sieg gegen Huddersfield natürlich Pflicht. Aber die machten es hier von Beginn an gar nicht so schlecht. Durm auf Matic, der mit dem Fehler. Was machen sie da? Meunier wird angeschossen. Lindelöf kann es nicht richtig klären und dann ist Meunier da. Und er zielt auf einmal das 1:0 für die Gäste. 11. Spielminute, 1. Saisontor für Steve Meunier. Und De Gea kann nichts mehr machen. David Wagner hatte also alles richtig gemacht zu Beginn dieser Partie. Davon ließ sich ManU jetzt aber nicht unbedingt beeindrucken. Rashford in der 16. Spielminute mit der ersten Möglichkeit. Jonas Lössl ist hier da in dieser Szene, kann den Ball parieren. Und Jonas Lössl wurde in dieser Phase des Spiels zum wichtigsten Mann der Gäste. Wir schauen drauf. Knappe halbe Stunde gespielt, beziehungsweise 5 Minuten davor noch entfernt. Und Pogba mit dem Abschluss gegen Jonas Lössl. Und der hielt hier erstmal vorerst die Führung für die Gäste fest. Die war zu dem Zeitpunkt dann schon äußerst schmeichelhaft. Schöner Abschluss von Pogba, aber Lössl mit einer klasse Parade. Jetzt eine halbe Stunde gespielt. Martial, Ander Herrera und Luke Shaw ist da. Luke Shaw spielt in die Mitte und Anthony Martial. Wie kann er hier nicht den Ausgleich machen? Die Antwort liegt wieder bei Jonas Lössl. Super Reaktion in der Szene. Vor der Pause nochmal die Gastgeber. Lingard ist das. Bringt die Flanke super rein und Martial trifft nur den Pfosten. Jetzt kam auch noch Pech dazu. Und so ging es dann mit 0:1 in die Pause. Huddersfield hatte einmal zugestochen. Und so führten sie eben nach 45 Spielminuten, aber davon ließ sich dann ManU auch im zweiten Durchgang nicht wirklich beeindrucken. Knappe 5 Minuten im zweiten Durchgang gespielt. Luke Shaw mit der Flanke und diesmal ist Anthony Martial da und Lössl ist zwar noch dran, kann es aber nicht mehr verhindern. 52. Spielminute, das hoch verdiente 1:1. Und das Old Trafford wurde jetzt zum Hexenkessel für Huddersfield. Mit einem Punkt könnte man hier auch noch leben als Gastmannschaft. Aber ManU war klar, sie müssen hier den Dreier einfahren. Jetzt kam aber erstmal der Gast. Die Elf von Richard, von David Wagner, pardon, versuchte es. Pritchard über die rechte Seite, bringt die Flanke. Da ist dann Mbenza, aber der Kopfball war nicht mehr als ein kleiner Ansatz vor einer gefährlichen Aktion nach 58 Spielminuten. Die beste Möglichkeit nach dem 0:1 von Meunier in der 11. Spielminute. Knappe Stunde von der Uhr. ManU drückte weiter. Rashford diesmal auf Ander Herrera und das 2:1. Die Partie war gedreht. 61. Spielminute. 3. Saisontor für den Mittelfeldmann. Und auch gegen diesen platzierten Schuss kann Jonas Lössl nichts mehr machen. Es war eine super Partie. Und durch dieses 2:1 so gut wie entschieden, auch wenn es nur ein knapper Vorsprung war. ManU ließ nichts mehr anbrennen. Stattdessen kam sie in der Nachspielzeit nochmal an. Der Herrera legt in den Strafraum. Rashford legt sich den Ball nochmal zurück, dann gleich in die Mitte. Und da kommt dann Paul Pogba zum Abschluss per Kopf. Und nochmal konnte sich Jonas Lössl beweisen. Der Keeper von Huddersfield trotzdem Spieler des Tages auf irgendeine Art und Weise. Trotzdem, damit kann er nichts anfangen. Huddersfield verliert hochverdient mit 2:1 gegen Manchester United, die dann im zweiten Durchgang ihre Möglichkeiten auch dann mal verwerten konnten. Tottenham konnte sich mit dem 6:2 gegen den FC Everton
auf Platz 3 ein bisschen Luft verschaffen und man ist weiterhin in Schlagdistanz auf Liverpool. 6 Punkte Rückstand stehen da nach 18 Spielen auf dem Plan. Die erste Möglichkeit, zumindest so halb, gab es dann für die Spurs, aber richtig gefährlich wurde es hier noch nicht nach diesem Eckstoß von Eriksen. Kane ist es am Ende, bringt den Kopfball aber nicht in die Gefahrenzone. Dann mal Bournemouth und das ist King mit der richtig guten Möglichkeit und das war die beste bis dato, waren ja auch gerade mal 7,5 Minuten gespielt, aber das war richtig stark gemacht von King. Aber auch eine klasse Parade von Loris, der in dieser Partie häufiger eingreifen musste, als ihm wahrscheinlich lieb war. Trotzdem dann erstmal wieder nach 20 Minuten Tottenham. Eriksen spielt auf Harry Kane aus spitzem Winkel, kriegt er den aber nicht wirklich gefährlich aufs Gehäuse. Begovic ist sich da doch recht sicher, dass der am Kasten vorbeigeht. Hat das Auge, braucht dort gar nicht einzugreifen. Dann wurde aber tatsächlich der Gast wieder stärker und machte hier eine tolle Partie in London. Keine halbe Stunde gespielt und sie wurden wirklich mutiger. Das ist Wilson, legt zurück. Der Abschluss dann von Alderweireld erstmal abgewehrt, aber Sherman kommt dann nochmal mit dem linken Fuß zum Schuss. Nach 28 Spielminuten war es Glück für Tottenham, dass es noch 0:0 stand. Die besseren Chancen hatten die Gäste und sie kamen immer wieder zu Kontermöglichkeiten. Stark von Sherman gespielt auf Wilson. Wilson alleine vor Loris. Wilson scheitert aber am französischen Nationalkeeper. Überragende Tat, super Reaktion und natürlich muss er sich da beschweren. Das kann, das darf so einem Spitzenteam wie Tottenham einfach nicht passieren. Und Bournemouth kam nochmal vor der Pause. Alderweireld macht es ganz schlecht, macht es super schlecht. Aber Wilson kann es nicht ausnutzen. Es stand zur Pause 0:0 und das war wirklich schmeichelhaft für die Gastgeber. Macht eine schwache Partie, vor allem nach vorne deutlich zu wenig. Und so eben das torlose Remis zur Halbzeit noch schmeichelhaft für Tottenham. Und es ging im zweiten Durchgang erstmal nicht besser weiter. Stunde gespielt, dann wieder Bournemouth. Brooks über die rechte Seite, kann sich da im Sprintduell durchsetzen. Dann kommt der Ball gleich in die Mitte und dann Sherman liegt zurück, Wilson auf Stanislas und der hat eine richtig starke Möglichkeit. 63. Spielminute, 0:0 und Tottenham konnte damit wirklich noch glücklich sein. Jetzt kam sie endlich mal, 20 Minuten vor Schluss, sie müssen hier eigentlich den Dreier einfahren, der war fest eingeplant. Lamela legt auf Sissoko, der Abschluss von Kane, aber genau in die Arme von Begovic und das ist dann zu schwach. Eine Chance gab es aber noch. 10 Minuten noch zu spielen. Tottenham nochmal. Dann Sissoko auf Harry Kane. Der trifft dann aber nur das Aluminium und aus neutraler Sicht muss man sagen, Gott sei Dank hat er den nicht reingemacht. Das wäre absolut unverdient gewesen. Tottenham muss sich dann also mit diesem torlosen 0:0 zufrieden geben, weil die Gäste richtig stark aufgelegt waren. Nach dem ungefährdeten 3:1 von Arsenal zu Hause gegen den FC Burnley wollte man jetzt gegen Brighton & Hove Albion den nächsten Dreier einfahren. Doch die Gastgeber wollten es hier den Gästen aus London nicht so einfach machen. Die erste Möglichkeit hatte ein Ex-Bundesligist, nämlich Pascal Groß, eben bei Ingolstadt mal gespielt. Hier mit der Direktabnahme tunnelt dann auch noch Sokratis. Der geht dann aber knapp am rechten Pfosten vorbei. Jetzt wurde Arsenal endlich mal stärker. Kolasinac auf Aubameyang. Der dreht sich da, legt den Ball in die Mitte. Lacazette, der Abschluss dann von Aubameyang, aber von Leo Balogun in der Szene dann abgefälscht. Man musste kreativ werden auf der Verteidigungsposition. Lichtsteiner heute auf der Innenverteidigungsposition an- oder aufgestellt, weil Monreal sich verletzte gegen Burnley und der auch ausgewechselt werden musste. Nach vorne trotzdem das offensive Potenzial wie immer da auf dem Feld. Das ist Montoya. Bringt er den Ball gar nicht raus. Was für ein dicker Fehler wartet da auf seinen Keeper zum Rauskommen. Und Kolasinac kann dann fast den Treffer erzielen. Das 1:0 passierte hier noch nicht. Vor der Pause dann nochmal die Gunners. Das ist Granit Xhaka, der sich den Ball zum Freistoß von der Mittellinie in den 16er bringt. Aubameyang zieht dann ab und kann auch das 1:0 erzielen. 13. Saisontor für Pierre-Emerick Aubameyang in der zweiten Minute der Nachspielzeit im ersten Durchgang. Macht er klasse, super Drehung, toller Abschluss. Und die verdiente Halbzeitführung
für die Gunners. Super Abschluss, da ist dann eben wirklich nichts mehr zu halten. Brighton musste sich den Vorwurf gefallen lassen, nach einer doch ganz ordentlichen Anfangsphase nicht mehr weitergespielt zu haben. Und so lagen sie dann eben 0:1 zurück. Und das wollte Arsenal jetzt im zweiten Durchgang logischerweise ausbauen. Mesut Özil von der rechten Seite mit dem Eckstoß. Und der kommt sehr gut, aber dann eine tolle Parade. Montoya kann es dann entschärfen. Also weiterhin Brighton zumindest ergebnistechnisch im Spiel. Nach vorne ging wirklich wenig. Lacazette dann der Abschluss abgefälscht, aber wieder Balogun dazwischen. Der machte das wirklich gut. Hielt er seine Verteidigung zusammen und konnte immer wieder dazwischen funken. Nur noch eine Viertelstunde auf der Uhr und Arsenal wollte jetzt endlich den entscheidenden 2:0-Treffer erzielen, weil so ein bisschen Unsicherheit bei so einem Ergebnis ja immer noch mitschwingt. Trotzdem wurde es kaum gefährlich. Aubameyang nochmal, aber auch hier pariert. Wir sind schon in der Nachspielzeit, es brannte nichts mehr an. Stattdessen die Möglichkeit für Lacazette zu erhöhen zum 2:0 in der 93. Spielminute. Aber auch das wurde nichts mehr. Am Ende ist es ein ungefährdeter, dennoch knapper 1:0-Sieg für die Gunners, die sich hier für einen sehr schönen Auftritt belohnen. Zu niedrig am Ende gewinnen, aber trotzdem, solange der Dreier auf der Habenseite steht, wird man dort sehr zufrieden sein. Watford konnte zuletzt West Ham United mit 2:0 schlagen und damit konnte man sich etwas Luft weiterhin im Tabellenmittelfeld verschaffen, da wo sie aktuell stehen. Chelsea verlor mit 0:1 gegen Leicester City. Hier wollten sie es besser machen und konnten bereits in der 7. Spielminute in Führung gehen. 9. Saisontor für Eden Hazard. Der Belgier hat Glück, dass der Ball hier noch abgefälscht wird, dadurch unberechenbar auf den Kasten kommt. Und so dann eben die frühe Führung für die Blues, die aber absolut in Ordnung ging. Trotzdem ließ sich davon dann Watford nicht groß aus der Fasson bringen. Stattdessen wurden sie eher etwas mutiger. Über die rechte Außenbahn kommt dann der Ball gleich über Sema per Flanke in die Mitte. Und da steht Troy Deeney und der kann ausgleichen. 12. Spielminute, 4. Saisontor für Troy Deeney und die Watforder Legende macht den Ausgleichstreffer in der 12. Spielminute eben. Setzt sich da im Kopfballduell durch. Es war eine tolle Partie, eine offene Partie, weil Watford eben nach dem frühen 0:1 dann doch mitspielte. Aber nicht zu parieren in dieser Szene. Weiterhin aber Chelsea etwas aktiver nach vorne. Kovacic ist das, wird nicht richtig angegriffen. Da ist Hazard, Eden Hazard mit dem Doppelpack. Nein, verzieht den Ball deutlich. Aber sie wollten jetzt wieder in Führung gehen. William legt sich den Ball in der 28. Spielminute auf den rechten Außenpunkt zur Ecke und bringt den dann auf den zweiten Pfosten. Da ist David Luiz und was hat der für einen Kopfball bitte? 2. Saisontor für den Brasilianer, 29. Spielminute und die Gäste waren wieder in Führung. Super gesetzt. Das sind knapp 16 Meter, aber der ist mit so viel Wucht auf den Kasten gebracht, da ist dann auch nichts zu halten. Es ging mit diesem 2:1 in die Pause. Ging auch okay, trotzdem musste sich Watford für diesen Auftritt nicht schämen. Sie spielten durchaus auch mit. Dann gab es in der 61. Spielminute eine gute Freistoßmöglichkeit für Chelsea. Und da legte sich Marcos Alonso den Ball zurecht und der ist durchaus in der Lage, aus dieser herausragenden Position einen Treffer zu erzielen. Legt ihn sich hin, trifft aber nur das Aluminium. Doucoure kann es dann klären. Pech in der Szene. Chelsea hätte es hier schon zumindest vorentscheiden können. Von Watford kam jetzt nach vorne deutlich zu wenig und Chelsea mit der Möglichkeit, alles klar zu machen. Jorginho wird abgefälscht. Legt zurück auf Hazard, der mit dem Abschluss scheitert an Foster. Aber Pedro kann es in der 69. Spielminute per Nachschuss erledigen. 7. Saisontor für den Spanier. Super Direktabnahme, dann nichts mehr zu halten gegen den schon am Boden liegenden Keeper, der dann etwas zu spät kommt. Und jetzt war alles klar, trotzdem versucht es Watford nochmal. Deeney legt raus auf Pereira. Bringt dann die Flanke rein, aber da muss man vielleicht nochmal drüber diskutieren. Rüdiger, das ist alles andere als eine natürliche Handbewegung. Es machte aber nichts. Es gab keinen Strafstoß. Chelsea gewinnt am Ende trotzdem verdient mit 3:1 und die Fans konnten sich absolut zu Recht feiern.
Platz 16 gegen Platz 12, vielleicht jetzt nicht unbedingt die Begegnung, die die Leute so richtig aus den Hockern haut. Trotzdem Southampton gegen West Ham United, zumindest namentlich hätte man sich da einiges erwarten können. Hier war es jedoch am Donnerstagabend eher etwas spärlich gesät, was das Spielerische angeht. Wir sind schon über eine halbe Stunde in dieser Partie, dann kam endlich mal irgendwann die erste Halbmöglichkeit zustande. West Ham mühte sich, aber Southampton stand hier so tief, dass es dann mal Chicharito und der richtige Abschluss kommt in der Szene auch gar nicht zustande. Und von den Gastgebern kam nach vorne absolut nichts. So ging es dann mit 0:0 in die Pause. Es war absolut enttäuschend und das hatte man sich doch irgendwie zumindest etwas besser vorgestellt. Schon über eine Stunde gespielt, dann endlich mal der FC Southampton nach vorne. Im eigenen Stadion bis dato noch keinen ernstzunehmenden Torschuss. Ings dann mal mit der Vorlage auf Romeo. Und dann zumindest mal ein Abschluss in Richtung des Tores, aber der geht auch kilometerweit vorbei. Etwas übertrieben gesagt, trotzdem spaßig war es lange Zeit nicht, sich diese Partie anzuschauen. Jetzt kam eine Viertelstunde vor dem Ende, aber auch noch dann die Unkonzentriertheit dazu. Felipe Anderson und dann Antonio hat Aluminiumpech, ansonsten wäre es das 0:1 gewesen. Richtig verdient und gut war das Spiel von West Ham United nicht. Also verdient wäre die Führung dann dementsprechend nicht gewesen. Stattdessen wurde es jetzt nochmal etwas offener. Beide eigentlich ja dazu angehalten, hier einen Dreier einzufahren, weil beide gegnerischen Teams so schwach waren. Fabianski muss sich hier dann mal auszeichnen und tatsächlich gab es dann in der letzten Minute nochmal die Möglichkeit, hier einen Sieger rauszufiltern. Noble auf Antonio, der legt dann Chicharito auf, der zu Snodgrass und in der letzten Minute kann McCarthy dann das Unheil komplett abwenden. Es war eine über 90 Minuten absolut unattraktive Partie, wurde zum Schluss etwas besser, trotzdem geht dieses 0:0 absolut in Ordnung, weil keiner hier verdient hätte, mit dieser Leistung 3 Punkte auf der Tabelle stehen zu haben. Jo, das war die Prognose zum 19. Spieltag der Premier League. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, schöne Weihnachten noch und bis zum nächsten Video. Ciao. Und noch einmal kurz ein paar Grüße rausgehauen an den guten Klaus, an Tom, an Levin, an ... Stand da leider, kann ich also keinen Namen rausfinden, aber auf jeden Fall auch an dich, liebe Grüße, an Tobi, an Julian, an Ben, an Frederik und an Basti. Bis dann und ciao.